Hi, ich bin Alle Farben und wir spielen jetzt Tower of Truth. So, der war schön einfach. Name one thing that scares you to death. Was finde ich wirklich schlimm? Wenn mir jemand ein Kind anhängen würde. When did you last make a fool of yourself? Oh, das ist bestimmt gar nicht so lange her. Ich kann sehr viel über mich lachen und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn mir sowas passiert. Ich glaube, so gerade wenn ich irgendwie dann ganz fester Überzeugung bin, der Termin ist dann und dann und mein Tourmanager sagt, nein, dem ist nicht so und nein, das ist so und dann gucke ich nach und denke, scheiße, okay, der hat recht. Achso, ihr habt den extra schon so vorbereitet, das war gar nicht von jemandem. Who's the most famous person in your contact list? Meine Mom, nein, Quatsch. Ich glaube Robin Schulz, ich bin mir nicht ganz sicher. Name one artist you would be nervous to talk to. Puh, weiß ich gar nicht. Ich bin gar nicht so ein Fanboy. Wo wäre ich nervous? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Kommt vielleicht noch. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen hier am Ende. Der hier müsste noch gehen. Ihr wollt ja sehen, wie es jetzt zusammenbricht. Oder ich habe einfach Glück, weil das ist der letzte, den ich rausnehmen kann. Ich habe Glück. Talk about the last time you made someone cry. Yesterday. Nein, ich glaube, ich habe schon Leute auf jeden Fall weinen sehen bei meinen Shows. Ich glaube, das letzte Mal war auch wahrscheinlich bei einer Show einfach, es kann sehr emotional werden und das war es auf jeden Fall schon oft. So, jetzt kann ich tatsächlich hier keinen mehr rausnehmen. Ich muss, ihr wollt es sehen, ne? Dann nehme ich ganz unten einen raus. Kommen wir zur letzten Frage. What's the last thing you googled on your phone? Ich kann ja vielleicht mal gucken, vielleicht finde ich. Das war schon ein bisschen peinlich. Spotify Top 400. Monatliche Hörer. Ja, die kann man nicht googeln, habe ich rausgefunden. Die gibt es, also bei Spotify gibt es bis Platz 400, wird der bei den monatlichen Hörern angezeigt. Also ich habe schon bis Platz 300 etwas irgendwie gesehen und vielleicht haben sie es auch erweitert. Und ich wollte irgendwie wissen, wer in den Top 400 ist.